Also, das war echt unangenehm. Ich weiß, der Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? Die Leiche ist... Ich glaube, die Steuerung ist gerade kaputt. Ich kann mich nicht bewegen, richtig. Entschuldigung. Kann ich doch rein? Ich komme schon zu dir. Du hast ein weiches Herz, vielleicht zu weich. Findest du? Ich will dir nicht reden, okay. Ich glaube, wir sollten vergessen, dass das je geschehen ist und verdammt uncool. Findest du? Hat man nicht jeden Tag eine Furze in Richtung. Eure Helden können Gnade zeigen. Du hast ihnen dein Arschloch gezeigt. Ja. Er fasst mich am Rüssel an. Wer fasst dich am Rüssel an? Ist ja widerlich. Kann ich jetzt eigentlich meine Verbindung wieder umbauen? Ja, ich kann das ganze Team benutzen. Nice. Dann hätte ich gerne Two-Shit, oder? Der war eigentlich ganz cool. Der Fallen kann auch heilen. Das ist okay. Nice. Dann hätte ich daneben gerne Call Girl. Bin da. Nice. Und statt dich nehmen wir... Human Kite war eigentlich ganz cool, oder? Los geht's! Nehmen wir Human Kite. Wir haben ein bunt gemischtes Team, nice. So, was haben wir hier noch bekommen? Ein Trinkbecher. Ganz schwer Schiffe gebrauchen. Warte, er hat genau dieselben Sachen. Na gut, dann nicht. Wow. Du hast dir nicht zu Tode gefurzt, aber das heißt nicht, dass wir ihn nicht noch ein bisschen verprügeln können. Was, wir sollen ihn noch verprügeln? Dann mach ich doch gerne. Komm her! Du, Saftsack! Erzähl mir all deine Geheimnisse! Alter, das ist ja ekelhaft! Ne, ich habe ihm seine gerechte Strafe zugefügt. Gut, kurz. Freund. Helfer. Peng, Peng! Lol. Das ist eine einmalige Sache, Kuhn. Ab morgen sind wir wieder Feinde. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind gerade nicht wichtig. Schwarze Leben sind wichtig. Ja, du spaßt. Du bist hier der Spast, Moskito. Ja, im Text stand irgendwas für Mädchen im Untertitel. Was ist denn hier los? Hey, wird's weit? Was ist hier los? Wow, das ist aber echt unheimlich. Es geht nur noch nach unten weiter. Was? Never Daily. Ich hab hier ein ganz mieses Gefühl. Warum sie das nicht übersetzt? Ist ja doof. Erstmal einkaufen. Ha? Ein Artefakt von Polizeimarke kaufen wir. Oh, lecker Burrito. Burrito und Enchilada. Gesperrt. Gut, bevor wir da reingehen, würde ich sagen, gehen wir hier rein. Los, oh. Mach das Tor auf! Können wir nicht. Können wir was trinken? Ups. Warum seid ihr alle so geschockt? What the fuck? Was haben die mit den Leichen gemacht? Ja, Loot. Schlüssel zur Kriminaltechnik, okay. Warum hat die eine Leiche? Biogefahrstoff, nice. Noch mehr Biogefahrstoffe. Okay. Es geht nur noch nach unten weiter. Können wir da rein? Was war das? Hallo? Hallo, ist da jemand? Nein, da ist wohl niemand. Sonst hätte ja jemand geantwortet. Na gut. Wir sind ganz allein, Mizi. Hier erwischt uns keiner. Komm, her mit dem geilen Zeug. Hey, lass das. Halt. Still. Was zum... Oh, verflixt, die Katze ist abgehauen. Ich sehe überhaupt nichts hier drin. Klingt, als wäre die Katze mit den giftigen Chemikalien in Kontakt gekommen. Oh, Scheiße. Mist, das ist nicht gut. Was? Ich hoffe, was da gerade auf dem Boden gelandet ist, sind nicht besagte giftige Chemikalien. Mach einfach das Licht an. Ich glaube, das waren sie doch. Verflucht! Wenn sie sich vermischen, werden sie zu einem Gas, das mich innerhalb von Sekunden töten wird. Oh, schön. Verdammt, da kommt das Gas. Ja. Ich bin definitiv am Sterben. Achtung, Vergiftungsgefahr.
Was zum Fick passiert hier gerade? Gott sei Dank, das Gas wird wohl durch die Lüftung rausgesaugt. Ich sterbe doch nicht. So, wo ist diese verdammte Katze? Oh nein, ich glaube, die Katze ist gerade in die Lüftung gesprungen und blockiert sie. Das Gas sammelt sich wieder im Raum und tötet mich wieder. Ich sterb wohl doch. Das hat sich nach der Brandschutztür angehört. Ja, sie ist zugefallen. Ich bin hier drin gefangen. Ich muss... Was zum Fick? Türgriff ertasten. Da, da ist er. Ja, ich bin gerettet. Oh verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze hier drin fest. Jemand muss mir helfen. Das Gas bringt mich um. Ich sterbe dieses Mal wirklich. Ernsthaft. Ich kann auch nichts machen. Es ist wahnsinnig schmerzhaft. Hinter! Wenn mich irgendjemand hört, bitte helft mir! Holt mich hier raus! Ich sterbe! Sekunde! Ich glaube, ich habe den Lichtschalter gefunden! Bei dem letzten Atemzug mache ich das Licht an! Ja. Achtung! Vergiftungsgefahr! Jetzt kann man es auch bewegen. Ist gesperrt, schade. Kaputt machen. Eine Hand. Durch die Hand nehmen. Gib mir die Hand. Sie zeigt einen Mittelfinger. Nice. Okay, dann sollen wir wahrscheinlich hier kaputt machen. So, dann sollen wir da hacken. Gut. Dann los. Oh Mann, das war's doch hoffentlich nicht alles du, oder? Nicht das Schwester. Und das hätten wir. Oh ja, in mein Arschloch. Ich baue Druck auf und zack. Juhu! Okay, ich mache jetzt einen Abgang. Okay. Achtung, Vergiftungsgefahr. Oh. Ah. Okay, dann hätte ich die Tür erst öffnen dürfen, wenn ich Dings ums habe. Die Fähigkeit, also ist schon, gut, dann machen wir Pause. So, rein da. Schlüssel mitnehmen. Kann ich noch was looten? Scheinbar nicht. Ist nur noch irgendwas, was ich looten könnte? Ich guck gerade, aber hier scheint echt nichts mehr zu sein. Haha, du bist tot. Gut, mit dem Schlüssel können wir jetzt da rein, da aufmachen. Dann müssen wir unseren Arsch wieder einsetzen. Wie immer. Nice. Okay, los. Ich baue meinen Arschpower. Zack, zack. Und Feuer! Geschafft! Juhu. Das kann ich hier einfach so rein, aber was bringt's mir? Kann ich hier rein, aber was bringt es mir? Ist mir ernsthaft. Ja, die Luke geblinkt, aber ich konnte der Luke nichts machen, oder? Ach, ich hab doch hier meinen Captain Diabetes. Stimmt ja. Ich hab Captain Diabetes. Was hast du gefunden? Hier. Diabetes Schmetterschlag. Okay. Bam. Was ist das denn? Eine Detektivarbeit von der Arsch. Was haben wir denn hier alles? Skelettschlüssel, wichtiger Gegenstand, okay. Der Typ, Alter. Und der Arsch hat den Schlüssel, Leute. Na, Tolly? Klingt so, als geht hinter der Tür echt krasse Scheiße ab. Du solltest dir lieber ein paar Vorräte am Automaten holen, bevor du da reingehst. Na gut, komm mal, ne? Ja, hab ich schon. Die kann ich eigentlich herstellen, die Sachen. Kann ich noch was Tolles craften, Neues? Ach, komm wirklich, hier. Zack, hergestellt. So. Sonst habe ich alles, okay.
Ein Macaroni-Ding können wir herstellen jetzt, zack. Extremes ginge schon mal her. Das hier Grande hier schon mal her. Und dafür müssen wir unser Zeug wegbekommen. So, verbessertes Zeug hier. So, wir machen nochmal hier was. So, mal hier nochmal ein bisschen was von. Hier nochmal ein bisschen was von. So. Noch ein Burrito hier. Noch ein Burrito. So, den hier nochmal. Und dann nochmal den. Komm. Zack. Es geht nur noch nach unten weiter. Kaufen noch ein paar Flaschen ein und sowas hier. Davon haben wir noch 4 Stück. Kaufen wir mal. 6 Stück noch. So, Klebeband haben wir noch mehr als genug. Und Flaschen hier nochmal. So. Ja, ein paar Tortillas vielleicht auch nochmal. So. Wunderbar, wir haben noch 100 Dollar. Sollte vielleicht mal speichern. Zack. 15,5 Stunden spielen wir schon. Hey. Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege der Wälder. Gesegnet seien wir, deine treuen Diener, Vernichter des Lichts. Ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege mit den 1000 Jungen. Hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Okay, ab mit ihm. Nein! Was zum... Sir? Oh, na klar. Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Shub-Niggurath gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh fuck, war er echt? Wie rassistisch? Richtig übel? Yo, da sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese Nigger sind total cray-cray. Schluss damit! Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los! Ach du Scheiße. Besiege Shub-Niggurath, okay. Wir müssen sie befreien. Okay, gebt ihr noch mehr. Oh, verfickte Scheiße. Au! Oh, Scheiße. Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen. Was zum Fick? Mutter verlangt schwarzes Fleisch. Fütter schicken weißes Fleisch, okay. Das wird so 5 bis 10 Minuten dauern. Ihr Raudis habt keinen Respekt vor dem Gesetz. Au! Wow. Ein Vorgeschmack auf die Macht der schwarzen Ziege. Alter, alles okay, Wendy? Ja, Stan, danke. Mein Werkzeug ist bereit. Okay, das sollte, glaube ich, hier weg, ne? Eigentlich. Dann. Der macht glaube ich mehr Schaden. Zack. Du kriegst das hin! Kann ich irgendwie hier. Ich kann es so. Ah. Ich kann nicht dahin, okay, dann machen wir es so. Die sind im Arsch! Oh, mächtige Shub-Niggurath, Übermutter mit den 1000 Jungen! Wir werden das Problem schon irgendwie lösen! Ja, machen wir sie platt! Jo, machen wir. Starterlaubnis! So. Ach, ich kann nicht angreifen, oder? Ich schiebe aber mal hier hin. Tod den Ungläubigen! Ah! Oh, Kacke! Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung! Töten kann ich ihn aber auch nicht. Los, mein Arsch! Ja, ja. Verschone deine Tiefen. Geißle deine Feinde. Fuck. Oh, diese ätzende Bitch hat gerade ein scheiß Ei gelegt! What the fuck? Ich bin drin! Okay. Ich kümmere lieber das Ei. Toolshed kann bei Bedarf gern noch eine Runde lasern. Okay. Euer Tod wird Shub-Niggurath ergötzen! Stichkille machst du die beiden, ne? Oh, der Schrauber! Tolle Schrauber, los! Wird wohl Zeit für eine Tetanusspritze. Nice.
Gut, dann kommt sie jetzt wieder. Hey, ja! Knie nieder vor Schub-Nigorat! Okay, warte. Darf ich auch jetzt mal dran sein? Bitte. Ich muss doch noch in ihrer Reichweite stehen, ernsthaft? Da, wenn die lebe. 20 Live, wow. Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Na los. Jawohl, Orgie, der macht hab ich freigeschaltet. Nice. Operation F17. Okay. Oh mein Gott, das geht bestimmt super schnell viral. Alles klar. Das Böse fürchtet die Kite-Laser. Pew, pew. Feind erledigt. Nice. An die Arbeit. Problem. Fangen wir mal Wendy. Hier. Wie krieg ich die reingeschubst? Das ist die Sache. Du bist dran, Neuer. Jawohl, ich schubse. Bam. Du haust dir echt voll auf die Kacke. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Klapp ihn weg. Hey, ja, ja. Halt still. Bam. Ein echt böses Foto, ha? Huh? Ja, wenn die muss kassieren. Nee, nee, davor schon. Finger weg von meinem Korgel. Von meinem Korgel. Ne, dann springen wir mal. Einmal aussetzen, bitte. So. Fühlt den Zorn von Human Kite. Bam. Kylo. Und los geht's. Hier, Keule. Einmal. So. Hat die jetzt gleich gefressen? Scheinbar schon. Oh. Kriegt ja richtig Schaden. What the fuck? Tötet die Ketze! Fick dich! Nein, ihr werdet der Ziege mit den 1000 Jungen nichts antun! Ich beschütze dich, meine Königin! Ach du Scheiße! Was zum Fick? Was geht ab mit euch? Meine Ärsche in Sicherheit. Ja, hab ich auch vor. So. Okay, Call Girl. Dann hau den mal kaputt. Ha! Gerechtigkeit! Tja, Technik ist eben nicht für jeden ein Segen. Fuck, ich komme nicht wirklich weg, ne? Cool, Troll im eigenen Saft geschmort. Ich komme mit dem auch nicht hier weg, scheiße. Feuer frei! Eigentlich habe ich sie ja gebohrt, aber danke. Malti ist bereit, wunderbar. Hey, das ist kein gewöhnliches Mädchen. Danke, sag ich mal. Eine Wache, oh, fick dich! Steve Jobs Pulli. Los geht's, Neuer! Okay, ich schick beide in die Todeszone. Vielleicht. Sind auf jeden Fall down. Alle bereit für einen Flashmob? Ich bin's! Bereit zum Abflug! Los denn! Aus da! Schön mit dir zusammen zu arbeiten! Ich kann die Eule aber nicht angreifen, oder? Ne? Da liegt schon wieder Eier. Boah, was ist das denn für ein riesen ätzender Kampf? Ist das jetzt der Endkampf vielleicht sogar? Zeit für ein sauberes Mobbing. Ich bring dich mal hier in Schutz, sagen wir mal. Du wirst mich hassen. Nee, die würden mich hassen. Zack. Mit mir würdest du das nicht machen, oder? Nicht doch, es sei denn, du hast es verdient. Dann gehen wir mal hier hin. Laser an dich. Gelasert, Mann. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. So, machen wir so.
Dann stirbst du, aber egal. Laserbohrer! Ups. Dafür gern hoch. Laserbohrern gibt's in Toolshed. Tolle Tools 1, bald erhältlich. Achso, der wird ja nicht getroffen, shit. Okay. Schade. Ob Freedom Pal oder Coonfriend, ich find dich cool. Warte, okay. Wo ich mich so hinstelle. Stirbst du aber auch. Ne. Fuck. Jetzt kommen neue. Ich kann einen Flashmob herbeitweeten. Achtung! Okay, machen wir, warte mal. Kannst doch. Super gedacht! Ich weiß nicht, wie so ein Handy dabei hat, aber egal. Sorry, wegen deiner Freunde. Mach bumm. Gehst du nicht zurück? Nice. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich! Dann wurzeln wir dich weg. Neger, seine Laseraugen haben dich voll zerfickt! Warte, dann mach mal so. Zieh! Bam! Ist der down? 20 Minuten wieder aufladen. Egal, ist nicht schlimm. Und jetzt kriegt er wieder menschliches Fressen. Yum! 2500, also noch zweimal müssen wir das Ganze machen. Uiuiui. Unbelievable. Jetzt werden wir wieder zurückgedrängt. Tötet die Ketze! Bringt eure Ärsche in Sicherheit! Warte, so. Und weg mit euch. Das nenne ich eine Ansage. Naja. Hat hier jemand Call Girl gerufen? Lösch deinen Account! Lösch dich, genau. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren! Zack. Und tschüss! Dann gekillt. Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer, wie ein Bohrer! So, und so, ich bin raus. Call Girl hat eine Nummer! Gut. Und los! Ja, jetzt muss ich die ganze Zeit einfach nur runter. Heute ist mit leichten Brisen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen! Was würde aus diesen Trotteln Schutt und Asche machen? Ach, ja, wie lange hält das denn jetzt an? Jetzt werden Schurken genagelt! Ja, da muss ich einfach nur warten. Wow. Ich warte einfach mal. Achso, dann lädt doch auf. Okay, gut. Ist also nicht zugabhängig, sondern einfach nur zeitabhängig. Gut zu wissen. Widerliches Teil. Gut. Ich stehe natürlich beide so, dass ich es nicht erledigen kann. Aber den kriege ich. Mach ich den ganz mal hier weg. Zack. Du kannst schon mal die Umzugswagen bestellen. Batsch. Nice. So, bin ich jetzt. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Himmelkei, du kannst den mal angreifen. Bam. Das könnte jetzt ziemlich brennen. Startklar. Jawohl, na. Das wäre eigentlich dumm von mir. Ich hätte einfach beide. Oh, die, der greift jetzt mal an. Dann bist du aber getroffen. Na, wir gucken mal. Zurück. Guter Schuss, Dan. Haben wir den down? Dann greift der jetzt einmal an. Ich weiß. Ist aber nicht so schlimm. Los, Wunderarsch! Ja, ja, ich bin unterwegs. Schauen wir nämlich da rein. Überlebt das? Überlebt das? Du bist mein Real-Life-Held. Ich hab 5 Balken und einen vollen Akku. Los geht's! Gut, dann gehst du mal dahin. Zum Wetter, aus dem Westen nähert sich der Zorn das Kalt! Du gehst dahin. Wer hat hier den Abriss bestellt? Du hier und du wirst jetzt gefickt. Naja, vielleicht ist es ja am besten. Zack. Sehr schön. Aber ein Zug weniger hat auch mal gereicht. Wäre ich jetzt fertig gewesen, wäre das auch gut gewesen. Jetzt kommen die Bahn. Tötet die Ketze! Alles explodiert Dinge. Ich bin gleich von der Ziege in den Arsch gefickt. Dammit. Okay, deswegen hätte ich den vielleicht wegtun sollen. Shit. Hau sie weg, Neuer! Ja, ich kann da dann nichts machen. So. Call Girl zieht ins Gefecht! So, dann ficken wir deine Existenz. Brutal! Jetzt ist die Wahrheit da draußen.
Gut, so, du gehst hier hin. Dann machst mal ein Schild für sie. Hier, bitte! Zack. Nice. Auf sie! Stanley Boy. Du machst den. Zack. Und deswegen trägt man immer eine Schutzbrille. Ja, mach hin da. Ja. Hey, ihr Arschlöcher, stellt euch Call Girl und lasst den Kalt in Ruhe. Nee, ja, komm. Ich würde genau. Ah, nur nicht. Ah, Gott sei Dank. Du trägst jetzt das Zeichen der schwarzen Ziege. So. Hat hier jemand einen Call Girl gerufen? Laut Wetterbericht hagelt Schläge. Ups, falsch. So. Egal, er sollte tot sein. Und Stan, komm schnell. Ah, gerade noch überlebt. Er läuft in. Er läuft ernsthaft in die Schussbahn? Dumm. Cool, danke. Hä? Ach, er wurde nicht gefressen. Okay. Gut, jetzt kommen wieder zwei Heinis. Ich übernehme das, Leute. Ja, das Gute ist, der Schild steckt da dran. Zack. Ein echter Schocker. Schau, was passiert. Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag. Quatsch. Okay. Gleich riecht's hier verbrannt. Dann. Auch hier stehen, naja. Zack. Jetzt lässt du es aber, lasern. Dann machen wir nochmal. Ob ich jetzt bohre. Ob ich damit meinem Held noch dran komme, wenn's sehen. Zack. Ich hoffe, du hast eine Schutzbrille. Geh kaputt, bitte. Quatsch. Er lebt immer noch was. Okay. Also, da haut es schon einmal zu. Okay, hat der eh nicht geklappt, alles klar. Wieso wurde mein Held übersprungen? Schämt euch, den Kalt so zu mobben. Nicht immer, die voll die Mobber. Du schaffst das! Ne, noch nicht ganz. Hashtag ich da. Hashtag kill den da. Sieh dir das an! Zack. Das dürfte dich ein paar Follower kosten. Hashtag. Hashtag, Hashtag. Hier. Hashtag schütz mich. Nice. Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. Muss ich einfach alle heilen hier? Die Heilung, ihr könnt Heilung gebrauchen. Los! Zack! Sehr schön. Was haut der nochmal? Ist aber nicht schlimm. Was macht der mal einen Angriff? Wie seid ihr Penner denn drauf? Ah, das Problem ist jetzt. Obwohl, nee, doch, ich kann doch wegschlagen. Zurück mit dir! Davon erholt man sich nicht so schnell. Wen frage ich als nächstes? Dann hau ich dich halt hier hin. Langsam wird's kalt, sich zu ergeben! Kriegst du mal einen Schutz? Ich mach das! Obwohl, fuck jetzt nicht. Ich bin dumm. Jetzt kann ich auch nicht angreifen. Jetzt wird genadelt, ihr Wichser! Dann machen wir so. Naja, hau du nochmal zu. Ich hoffe, überlebt das. Naja, das finde ich gut. Mach ruhig. Zurück mit dir, woher du gekommen bist! Ich hier hin und hau ihn da rein. Quatsch. Ah, er ist gestorben, was? Ach nö. Ah, es kommen neue. Okay. Da kommt Call Girl. Das ist natürlich praktisch. Ja. Lächeln! Lächeln, los. Das Foto sagt einfach alles. Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Aber ich sollte sie nicht... Beide töten, ne? So. Ich hol mal mein Werkzeug raus. Dann wär ich einfach mal. Hier. Zack. Jetzt hat das Monster einmal, ich weiß. Das juckt mich aber nicht. Ich überspringe auf deinen Zug. Zack. Vielleicht nächstes Mal. Ja. Er ist eh verlangsamt. So, und jetzt bin ich dran. Oh, hey, aua. Hey, Ulti-Spot, ich weiß. So, und jetzt kann ich euch beide da reinkloppen. So
Zack. Und jetzt werdet ihr gefressen. Lass Callgirl mal ran! Ja, ja, Callgirl, du bist... Dann mal los! Monster, los! Fress ihn und stirb endlich. Boah, was für ein Hardcore-Kampf. Ist er jetzt vorbei? Gute Arbeit! Nice. Du hast gewonnen. Oh, Necromonicon. Okay, Artefakt. Unmenschliche Stärke, DNA, Mumien-Kostüm-Set, Währung. Alter, war das ein harter Kampf. What the... Oh, Freunde, wir haben's geschafft. Wir haben Scrambles. Yay. Yeah. Yeah. Scrambles? Unfassbar, dass ihr kleinen Scheißer das wirklich geschafft habt. Danke, endlich ist man in diesem Dreckskampf wieder sicher. Nice. Wer bist du? Oh mein Gott, Leute, wir haben 100 Mäuse als Startkapital für unser Franchise. Fucking cool and friends. Scheiße geil, Leute. Wir haben es geschafft. Das war das Ende des Rassismus, haben wir. $100 Belohnung, wir kommen. Hey, Moment mal. Was soll das? Wo wollt ihr mit der Katze hin? Oh, ja, sorry, Freedom Pals. Es gibt gewisse Infos, die wir nicht mit euch teilen können. Ist geheim, wisst ihr? Wir wurden reingelegt. Ah, fuck. Wunderarsch hat uns getäuscht. Sich uns anzuschließen war nur eine Kriegslist. Was? Ja, Wunderarsch hat euch echt an der Nase rumgeführt, sorry. Sie sind uns zum Revier gefolgt und wollen jetzt die $100 Belohnung für die vermisste Katze. Tja, im Krieg ist alles erlaubt, Freedom Pussies. Freedom Pussies. Ihr Wichser, wir haben den üblen Plan der Polizei durchkreuzt, also haben wir die Belohnung verdient. Ach ja? Dann nehmt sie uns doch weg. Machen wir. Civil War 3 könnt ihr haben. Das war's neu. Wir reißen dich in Stücke. Nein, Mysterion. Wir kämpfen nicht gegen Super Arsch, sondern die. Okay, Neuer. Zeit zu sterben. Was? Schnappen wir uns das Schwein. Alles klar. Ich gegen den Rest der Welt? Ich mach sie fertig. What the fuck? Haha, mein treuer Helm schützt mich vor deinen mentalen Kräften. Aber warum wurde mein Gehirn dann nicht gehackt? Dr. Timothy kann nur eine gewisse Anzahl von Gehirnen gleichzeitig kontrollieren. Zeig keine Schwäche! Das wird ja was teuer werden, ne? Shit. Schnappt ihn euch! Schnappt ihn euch! Ne, Mosquito, du bist böse. Deinen Zug lassen wir aus. Wieso habt ihr mich übersprungen? Das war schon immer mein Ding. Das könnte brennen. Könnte. Ja. Oh, Scheißhaufen-Emoji! Als ob die das gesagt hat. Okay. Fuck it. Na gut, dann hauen wir es mit dich hier weg. Lass dich nicht von Cartman täuschen! Zeigen wir es den Scheiß-Trolls! So, machen wir es mal ein fertig, würde ich sagen, oder? Oh Girl, ist kein Passwort zu komplex. Nicht zu danken, Identitätsdiebe! Gut. Oh Mann, war das abgefahren! Gar nicht cool, Timothy. Ich bin jetzt wieder beim Team Wunderarsch. Ah, und er hat wieder ein Leben. Nice. Was hast du sonst noch für Schaden? Warte. Fast 300. Was macht der? Das wäre Heilung, genau. Ja, dann machen wir die hier. Sorry, Humankind. Piu, piu. Freedom Pal, außer Gefecht! Macht euch auf Schmerz gefasst! Okay. Los, ruf ich einen Mexikaner. An die Arbeit, Lakai! Lo que quieras! Lo que quieras! Das ist deine Dinero-Hefe! Alles klar, mein Ulti ist bereit, nice. Los, verkauf Cartman! Das macht sich gut im Superhelden-Lebenslauf! Das gibt Rache! Frissen und weg! Aua. Hab ich dir die Flügel gestürzt, ha? Ha? Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Hol Kuhn. Au! Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Alles klar. Cartman, du bist tot. Ulti, Cartman muss sterben. Attacke. Oh, scheiße. Timmy,
Timmy, hör auf, mein Gehirn zu vergewaltigen. Wunderarsch, zeigen wir es ihm. Schurken, zittert vor Kuhn and Friends. Okay. Ja, okay. Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Gott, jetzt auch noch wieder uns. Aus meinem Kopf, Dr. Timothy. Ich bin bei dir, Wunderarsch. Nice. Laser online. Und dann sollte es für den reichen, oder nicht? Schade. Doch, reicht doch. Insektenmensch am Boden. Nice. Der Doktor hat mein Gehirn infiziert, aber jetzt bin ich wieder da und bereit zum Saugen. Oh, nö. Sauer auf dich, Furzlord. Ach nö, warum? Gut gekämpft. Dann müssen wir das wohl auf die altmodische Art lösen. Oh, wir dürfen nicht angreifen. Besiege Dr. Timothy. Du hast eine Menge Gehirne gepickt, Dr. Timothy. Jetzt büßt du. Okay. Du siehst mitgenommen aus. Was jetzt? Ich bin verliebt in ihn. Juckreiz für alle! Okay. 1800 hat der. What the fuck? Was können wir jetzt hier machen? Kannst du hier ein bisschen Blut holen? Aber Diabetes ist zäh. Hier ist Colgirl gefragt. Nicht Colgirl. Okay, der Kuhn ist down. Oh, der Kuhn ist wohl ein müdes Kätzchen. Scheiß auf den Kuhn. Wiederbelebung? Wiederbelebung willst du? Na gut. Aber den kriegst du, glaube ich, wieder, oder? Ich lass dich nicht aus den Augen, Professor. Kinder jetzt hauen? Kinder jetzt hauen, ja. So. Versau das nicht, Blödsack. Dann krieg ich beide nicht down. Krieg ich ihn down? Krieg ich auch nicht down, verdammt. Dann mach ich beide halt. Und unsichtbare Power! Bam. Super, mein Arsch! Nice. Captain Diabetes! Nö, kein Captain Diabetes heute. Hab ich schon Lust zu. Sorry wegen des Zugs. Ich bin dran. Dann was ist doch? So sieht's aus, Pichon am Herz. Oh nein! Ja, mit dich rechnen! Er ist down. Timmy! Moskito-Flutjagd! Okay, los, Moskito. Hol dir mal ein bisschen Leben oder dich. Ne, holen wir erstmal dich hier. Wieder zurück. Mitgesticht! Bam. Kapituliert? Ernsthaft? Der Captain gehört wieder mir. Was? Warum können wir nicht alle wieder Freunde sein? Gute Frage, nicht? Ich bin dran! Okay. Und los. Bam. Schon bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Der will was von mir. Okay, los. Du musst ihn hacken, Mädchen. Geht auch wieder zu uns. Ich finde das Signal. Zack. Au. Erledigt. Jetzt komme ich mir mies vor. Ulti gib bereit. Dr. Timothy eins auf den Schwanz. Können wir das vielleicht mal hinter uns bringen? Als ob du was Besseres vorhättest. So, Wiederbelebungsserum. Nehmen wir mal. Ein Flash. Ich zieh mich mit rein und ich muss euch dann den Arsch retten. Ja. Blitzfreak ist wieder da! Nice. Gut. Blitzfreak, du gehst mal hier hin und. Heiz mal Cartman. Das Icon ist zwar falsch gesetzt, aber egal. Wurde auch Zeit. Naja, Cartman hat die Klappe. Aus dem Weg, Kuhn, Freunde. Daddy ist da. Nö, seine Ulti setzt nicht ein, oder? Wir haben die Kuhn-Ulti noch nicht gesehen. Deswegen ist das einzige, was wir noch nicht gesehen haben. Ja, jetzt müssen wir reinkommen. Kuhn, the movie. Okay. Das spüre ich morgen noch. Alles klar. Gut, was macht er jetzt? Er kann sich spotten. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. So. Elektro würde ihm. Okay, machen es anders. Dann. Steh wieder auf, okay? Halte mal ihn. So. Nice. Sehr schön. Humankind ist startbereit.
Dann gib mal ein Schild der guten Wendy. Du kannst auf mich zählen! Zack. Sehr schön. Loco Americanos. Locos Americanos, genau. Oh, jetzt ist er. Hey, was habe ich Geld für dich bezahlt? Ich verlasse mich auf dich. Los. Feuerbälle. Sehr gut, Wunderarsch. Was macht er jetzt? Spottet er sich wieder? Ist er da. Aber er kriegt. Timmy, Timmy. Nein. Lass das. Oh nein. Wo nimmt ihr schon wieder die Leute? Er ist jetzt auf deren Seite. Geht jetzt auch endlich mal Schaden? Nice. Geht doch. Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Ja, ich tat es auch. Oh nein. Oh, ich hab verkackt. Shit. Wow, er hat sich ein Feld zur Seite geportet. Nice. Diabetes-Time! Okay, Diabetes, kriegst du hier was hin? Ich glaube nicht. Dann. Oh yeah! Komm mal wieder zu uns. Zurück. Ja, damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. So. Callgirl ist online! Callgirl, hacke Timothy. What's going on? Nice. Wo geht's jetzt hin? Wieder hier in die Ecke, okay. Dich könnten wir heilen, dich könnten wir heilen. Heil mich mal. Zack. Nice. Kuhn ist wieder da. Danke. So, du kannst nicht angreifen. Nur dann. Jetzt gibt's maximales Chaos. Ah, wir hätten noch heilen können. Scheiße, hab ich nicht gesehen. Los, Dr. Chaos. Wow, jetzt sind nicht nur ihre Frisuren im Arsch. Nice. Der Wind der Gerechtigkeit. Okay, Humankind, kannst du selber heilen eigentlich? Nee. Hier, Kumpel. So, hier, Kumpel. Danke. Jetzt mal Schutz. Zack. Zeig ihm, was du drauf hast! Okay, ich werde ihn killen. Hier, Doktor, Kamehameha! Sanktionen, aber mit Inklusion! Du hast gewonnen. Energie, was? Energetischer, energetisierender Kodex. So, jetzt haben wir es. 100. Charakterbogen von Dr. Timothy, ja. Den hat man noch nicht, okay. 300 Erfahrungspunkte, nice. Wow, was ist passiert? Wieso blute ich an der Lippe? Wo zum Arsch ist Classy hin? Dr. Timothy! Ist er tot? Du verdammtes Monster! Er wollte uns nur helfen! Mann, Mysterion ist echt sauer auf dich! Ihr habt diesen Krieg angezettelt, nicht wir! Ihr kapiert das einfach nicht! Dr. Timothy hat versucht, uns alle zu retten! Freedom Pals und Kuhn-Freunde! Was? Tim. Ruhig, Doc. Du hast ganz schön eingesteckt. Wow, das ist euer Stützpunkt. Wirklich der Wahnsinn. Hier ist es ja richtig cool. Das Kuhn-Versteck hat aber auch viele coole Sachen. Aber nicht schlecht hier. Dr. Timothy war nie euer Feind. Er hat versucht, uns allen zu helfen. Aber wie? Hiermit. Lol. Oh mein Gott. Er hat es entschlüsselt. Es war sein Lebenswerk. Er hat sein Herzblut dafür gegeben. Ein komplett ausgeglichener Franchise-Plan. Jeder hat seinen eigenen Film und seine eigene Serie. Alle sind rechnerisch gleichwertig. Jesus, das ist unglaublich. Timothy hat sich daran beinahe zu Tode gearbeitet. Während wir also versucht haben, euch eins auszuwischen, hat Timmy versucht, uns zusammenzubringen. Ja, und dann hat Wunderarsch ihn fast umgebracht. Ist halt echt. Entschuldige. Dafür können wir nichts. Ja, wir haben euch nur benutzt. Für diese Katze gibt's $100 Belohnung. Und ihr wolltet sie für euch. Ja, aber jetzt nicht mehr. Was heute Nacht bewiesen wurde, ist, dass wir gemeinsam am stärksten sind. Dafür ist es zu spät. Wir haben als ein Team begonnen. Wir wollten alle aus demselben Grund Superhelden sein, um mit unserem Franchise Millionen zu verdienen. Lasst uns wieder ein Team sein. Bin dafür. Leute, kein Civil War mehr. Verbinden wir die Belohnung für die Katze zusammen. Für ein gemeinsames Franchise. Ja. Ja, genau. Okay. Aber wir nennen uns Freedom Pals. Freedom Pals. Und, Timmy ist dann der Anführer der Freedom Pals? Also, er hat das Sagen? Ja,
Na gut, finde ich super. Freedom Pals klingt viel cooler als Kuhn and Friends. Freedom Pals. Freedom Pals. Finde ich echt geil. Dann steht's fest. Morgen holen wir uns. Unglaublich. Gerade mit Zeitreinsicht. Wir gucken da mit Franchise-Plan an. Zusammen. Freedom Pals. Sanktion. Aber mit Inklusion. Fuck yeah, Leute. Auf geht's. Kleidungsmeister. Gucken wir mal hier. Gut. Eine Menge Zeug bekommen. Gut, dann würde ich sagen, da wir jetzt schon so ewig lang spielen, wir sehen uns nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.